Mit den ersten Frühlingsboten begann auch die Meisterschaft der 2. Liga Süd. Wir besuchten das Spiel zwischen den ASK Rottendorf gegen den SV Eberau. Zu diesem Match kamen über 300 Zuschauer, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Match wurde von Schiedsrichter Kusas Tihomir und seinem Assistenten Dinic Stefan geleitet. Rottendorf spielt dieses Mal in hellblau mit leider weißen Nummern, die bei Sonnenschein schwer lesbar sind. Und Eberau spielt mit dunkelblauen Dressen. Das Spiel fängt gleich mit Fouls auf beiden Seiten an. Der erste Eckball endet auch mit einem Foul. Beide Mannschaften tasten sich heran, weshalb es auch keine aufregenden Situationen gibt. Und diesen Freistoß fängt der Tormann sicher. Nach diesem Foul gab es eine gelbe Karte und Freistoß. Aber der Ball flog weit über das Tor. Eckball. Kopfball. Pataki wehrt ab. Dränglerei vor dem Tor. Und der Ball landet im Tor. Aber das Tor wird nicht gezählt. Wir schauen uns die Situation nochmal an. Der Ball kommt. Kopfball. Pataki wehrt mit der Brust ab. Ochsenhofer versucht den Ball zu erreichen, schießt. Der Tormann wehrt den Ball mit dem Fuß ab. Der Tormann greift den Ball mit beiden Händen, aber Ochsenhofer schoss den Ball aus den Händen des Tormanns. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Eckball durchgeführt von Ochsenhofer. Guter Schuss und Tor! Rottendorf geht in Führung. 1:0 in der 46. Spielminute. Tom Ochsenhofer schießt präzise zum Tor. Der Ball streift den Kopf von Kraller und landete ins Tor. Keine Chance für den Eberauer Tormann. Mit 1:0 endet die erste Halbzeit zwischen Rottendorf und Eberau. Am Freitag, den 8. März, findet am Sportplatz in Rottendorf das traditionelle Schnapsen ab 18 Uhr in der Vereinskantine statt. Kartenpreis beträgt 5,50 Euro. Der Rennerlös wird ausschließlich für die Sportanlage verwendet. Mit Beginn der zweiten Halbzeit starteten die Gäste selbstbewusster und stärker. Einwurf. Rottendorf verliert den Ball. Billy. Draxler. Meier. Ballverlust. Missverständnis bei den Rottendormer und Draxler erwischt den Ball nicht richtig und somit ist die Chance auf den Ausgleich vorbei. Eckball. Pataki. Und Ausgleich in der 58. Spielminute. Aber nochmal, der Ball kommt, Pataki schießt, aber da ist noch Slimovic, der per Kopfball den Ball ins eigene Tor köpfelt. Genau gesagt wäre das ein Eigentor und der Unglückliche war Asmir Slimovic. Eine umstrittene Szene haben wir noch für Sie vorbereitet. Wieder kein Tor. Nochmal. Draxler schoss, Hettlinger wehrt den Ball ab, aber Meier stand im Abseits und dadurch zählte das Tor nicht. Richtige Entscheidung. In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften auf Augenhöhe, während in der zweiten Halbzeit die Eberauer viel stärker waren und trotzdem schafften sie keine weiteren Tore zu schießen. Nach 3 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel zwischen ASK Rottendorf gegen SV Eberau mit einem Endergebnis von 1:1.